So, willkommen zu einer weiteren Folge von entsetzlichen Speedruns. Heute in der verkaterten Edition. Rückenschmerzen Spezial. Scheiß Tischtennis. Ich hasse Tischtennis. Das stimmt eigentlich nicht. Und mit Alex Kidd. Einem der ersten Spiele, die ich überhaupt jeweils gespielt habe. Und immer noch nicht kann. Zeigt er das jetzt hier so blöd an? Ich hasse dieses Programm. Fick-Programm. So. Und dann legen wir mal los. Ja. Ja. So, Ziel im ersten Level ist es, wirklich viel Geld zu sammeln, damit Alex sich ein Motorrad leisten kann. Steht auf Motorrad. Und nachher später auch viel anderen Scheiß. Fickflügel, warum fliegen die da rum? Wieso? Oh, ich schwimme hier falsch lang. Na ja, gut, gib Geld. Oh, dieser Fickfrosch. Ha! Oh, na komm. Bisschen Zeit verloren. Egal, dafür ein bisschen Geld gewonnen. Ja, sehr viel Geld gewonnen. Wir sind halt ein bisschen weniger einsammeln. So, das ist der spaßige Teil. Wow. Alex ist ein ziemlicher Rowdy auf dem Motorrad. Er fährt alles, was ihm in den Weg kommt. Fickfrösche, Fickskorpione. Und irgendwann fährt er das zu Schuss. So, es folgt einer der ersten spannenden Boss-Battles. Denn da, wo Alex herkommt, wird alles mit Steinschere Papier entschieden. Ich möchte meinen, dass die Leute dann ein bisschen besser bei uns sind. Aber machen wir das Gleiche. Ich schätze mal, er macht Papier. Er wird es bestimmt nochmal mit Papier versuchen. Ja, Trottel. Noch ein bisschen Zeit gewonnen. Schön. Hier, Fick-Oktopus. Seepferdchen. Was haben die immer alle Seepferdchen? Bei Mickey schwimmen auch Seepferdchen rum. Hm. Weiß ja geil, warum. So. Ist mal gut. Darf ich nicht runterfallen, das kostet tausende von Stunden. Halt die Fresse, alter stinkender Mann. Tot. Das geht schneller. Vor ein bisschen Moneten einsammeln. Ding, ding, ding. Ignorieren wir die ganzen Fickfische. So. Das Level macht besonders Spaß. Normalerweise könnte man sich einen Helikopter holen. Da macht es wirklich Spaß, aber es kostet Zeit und Geld. Und das auch. Das Gute ist, man wird hier immer sehr sterbenah gespawnt. Das heißt, es kostet nicht viel Geld. Irgendwie jetzt mein Wecker? Muss ich aufstehen? Scheiße. Ja, ja, später. Snooze. Ach ja. So, der Fick-Vulkan. Scheiße, warum habe ich jetzt gestoppt? Ach egal, stoppe ich gleich nicht. Wie gesagt, ich bin nicht ganz auf der Höhe.
Fliegen überall diese blöden Zubats rum. Will ich aber nicht fangen. Perfekt, Zubat. Das mag man nicht mehr jetzt. Und der nächste spannende Boss-Battle. Halt die Fresse! So. Ich schätze mal, wird Papier machen. Pech. Das letzte Mal hat er Stein gemacht, wird es diesmal... Ich weiß, wenn ich diesen Witz jetzt noch die nächsten 10 Mal mache, wird's langweilig. So. Ah ja, ein bisschen Motorrad-Action. Mann, bin ich rein. So, den Flugstart werden wir später brauchen. Für etwas, was nicht funktioniert und was den ganzen Run ruiniert, aber ist egal. Bis dann haben wir Spaß. Hier darf ich nicht sterben, das würde unglaublich viel Zeit kosten. Und zwar besonders bei diesem Sprung jetzt. Wunderbar. Stirb, Balu. Fahren wir mal ins Boot. Und der Fickfisch. Auch hier geht's bedeutend schneller, wenn man einfach unten lang schwimmt. Hallo Frosch. Hallo anderer Frosch. So. Helikopterspaß. Brauche ich nachher noch Geld für was anderes? Zu lange nicht gespielt, ich weiß es nicht mehr. So, hier kommen unsere Spaßwolken. Ich hasse diese Fickwolken. Mit ihrem Urinstrahl. Ja, ja, es sind keine Blitze. Geld. Über manche kann man drüber fliegen, über andere. Oh. Treibt er den Helikopter mit Beinkraft? Ich meine, es ist so beeindruckend. Ha! Und der nächste spannende Boss-Battle. Der Zeitpunkt so auch. Ich hoffe, ihr lest auch fleißig mit. Geht halt schnell in der japanischen Version. Hab ich schon gesagt. Soll ich es mal ein bisschen spannend machen? Oh, Gott sei Dank habe ich mich hier oben entschieden. So, jetzt wird's interessant. Das erste Schlosslevel. Guter Ort, um zu sterben. Komm jetzt. Nein! Oh! Ah! Das ist einfach, als es aussieht. Springt ja dieser Fickfrosch in die Stacheln. Gut gemacht. Und überall Zubat. Mal gucken. Und Flammen. Und bei denen ich sterbe. Und. Oh, Gott, bin ich. Gut. Nein, das. Vielleicht hätte ich einen Trainingsrun machen sollen. Ja. Jetzt nochmal sterbe, dann. Nicht. Gut. Gott, hat das viel Zeit gekostet. Aber ist ja egal. So, hier benutzen wir jetzt ein kleines Power-Up. Den Grund, dass ich sonst warten muss, bis diese Flamme da oben sich verfickt hat. So, er ist wieder da und er hat neue geile Moves mitgebracht, nämlich zum Beispiel Schere. Nee, Stein. Das heißt, ich mach Papier.
Aber sein zweiter Move ist sogar noch spannender. Nimm ich nochmal Stein. Er liebt seinen Stein. Ah. Warum mache ich das? Bin ich jetzt tot? Okay, gehen wir mal davon aus. Das ist ja jetzt langweilig. Gehen wir mal davon aus, ich bin nicht gestorben. Ich wollte euch jetzt das Spiel zeigen. So, ein Shopping-Trip? Nö. Ja. Ich glaube, er steht auf seine Schere. So bärmlich, dass ich das ablesen muss. Im Gegensatz zu seinem Kumpel schmeißt er mit Hakenkreuzstein. Warum schlage ich in die andere Richtung? Ah! Gott! Dämlicher Nazi. Hubschrauber! Ich glaube, diesmal werde ich ihn nicht kaputt machen und schwimmen. So passiert mir das immer wieder, dass ich auf Start gehe und ich sollte Start anders belegen. Arschloch. Was sind das für grüne Teile da unten? Also diese Hoch-Runter-Dinger. Kann man sich da draufsetzen und dann Spaß haben? Keine Ahnung. Also stinkt ein alter König, der mir Geist auf den Hals setzt, weil es ein Arschloch ist. Ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich einkaufen gehe. Und was jetzt egal ist, ich habe jetzt genug Geld durch den Safe-State-Scheiß. Ist das bescheißen? Wie gesagt, das ist kein relevanter Speedrun jetzt mehr. Und das, wo ich so hart auf Weltrekordkurs war. Schade. Aber das passiert. Stirb, stinkender Frosch. Oh, ein Ring. Lieber Schmuck. So. Schicki, der Typ mit der Hand als Kopf. Seine Schere. Klassiker. Kann sogar auch Papier. Hoffe ich jedenfalls. Sein Special Feature ist, dass er nicht anhält. Ganz eilig. Man braucht hier nur rumstehen. Es geht schneller, wenn man es drauf hat. Aber, seien wir mal ehrlich. Das drauf haben ist nicht meine Stärke. So, es folgt der entscheidende Skip des Spiels. Der wird vermutlich nicht funktionieren. Da muss ich nochmal laden, um euch das zeigen zu können. Und zwar rutscht Alex jetzt hier durch. Oder zurückgehen. Na komm. Tja. Nicht sterben. Ist nicht so schlimm. Das ruiniert komischerweise den Skip nicht. Weil ich hier weiter rutschen kann. Das ist spannend.
Stirb. Na, fick den Frosch. Jetzt kommt der entscheidende Moment. Wenn das nicht funktioniert, muss ich es nochmal machen. Normalerweise wäre das Spiel dann ruiniert. Frame perfect. Na, hat das gereicht? Nein. Cool. Aber da ich euch das zeigen will, machen wir es nochmal. Ja. Nein. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, funktioniert so 50% der Zeit. Komm jetzt. Ist doch peinlich. Ich schäme mich fast vor der Prinzessin. Och, diese. Jetzt kriegt ihr erstmal ein paar auf Fresse hier. So, Schlampe. Grünhaarige Daisy. Och Gott. Das ist peinlich. Das reicht. Ja. Aber das Skill ist noch nicht vorbei. Wenn ich das jetzt verkacke, dann bin ich auch gesoftlockt. Ja. Es darf doch nicht wahr sein. Jetzt funktioniert es beim ersten Mal. Ich schneid das alles raus. Jetzt hat's geklappt. Nein. Hä? Und ab durch die Decke, Alex. Leute, jetzt wird's langsam peinlich. Ab nach unten. Ich schwöre, ich hasse dieses Spiel. Bin genauso fraglos wie ihr. Ich muss Papier machen, ich muss sie trotzdem besiegen. Und junken den großartigen. Na. Ja, und ab nach unten. Jetzt reicht mir das! Meine Fresse! Ich kann das den ganzen Tag machen. Mach ich auch. Wie schaffen Leute, dass das bei dem Speedrun funktioniert? Training? Glaub nicht. Könnte sein, dass es jetzt funktioniert hat. Danke, lieber Gott. An den ich nicht glaube. Stark. So, kann ich euch wenigstens das letzte Level zeigen? Gibt's nicht viel zu sagen. Fick Fische, fick Frösche. So, Alex, jetzt setzt deinen Scheißsteine da ein. Wenn ich jetzt hier was Falsches eingebe, bin ich tot. Was war das?
Stern für Stern, nicht umgekehrt. Nee, doch, das war richtig. Gott, bin ich gut. Stern, Sonne, Mond, Welle. Ach ja, ich hab die Welle vergessen. Und die Krone ist da. Jetzt hier nicht sterben. Hä? 20 Minuten. Ja, gut, mit 17 mal laden. Aber das machen Profis so. Da, wie ihr seht, hat Alex am Ende dann irgendwas gemacht. Und das Königreich ist gut. Jetzt. Wollt ihr mir jetzt noch zugucken, wie ich 10 Minuten lang rauche und Kaffee trinke? Vermutlich. Deswegen verabschiede mich lieber erstmal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal zu einem Spezial. Mir fällt schon was. Haut rein.